Fruchtig süß. Mich gelüstet es nach diesem Waldbier, das hatte ich noch nie. Tannennadeln und Kräuter. Hallo beim Hopfenerd. Heute sprechen wir über die Pilgrim-Brauerei in Fischingen. Bei Pilgrim war ich ja schon zweimal. Zuerst beim Braumeister Philipp Kriekel. Original Fischinger Brauwasser. Wir verwenden dasselbe Wasser aus der Klosterquelle, wie auch das Kloster verwendet. Das ist sehr gutes Brauwasser. Ich probiere mal. Ja, wir können gerne probieren. Wunderbar. Man schmeckt richtig die klösterliche Ruhe. Das ist fast so heiliges Wasser. Und dann vor etwa zwei Jahren bei seinem Nachfolger Jonas Kasper, da habe ich gemerkt, dass ich nun endlich eine Gleitsichtbrille brauche. Wir waren damals im noch ziemlich neuen Keller für fassgereifte Biere. Ein Traum. Jonas, Reto. Und Jonas hat mir versprochen. Ah, ich würde dann sicher eine Flasche auf die Seite, wenn man es fühlt. Und er hat Wort gehalten, vor kurzem kam nämlich ein Paket. Und das möchte ich zusammen mit euch auspacken, also ein Unboxing. Man muss mal aufpassen, hier steht, Vorsicht, es wäre schade um jeden Tropfen. Das sind irgendwie zwei einzelne Schachteln. So, Pilgrim Biere für Freunde aus der Klosterbrauerei Fischingen. Die Klosterbrauerei Fischingen, die wurde gegründet vor etwa 5 Jahren von Martin Wartmann, eine große Bierlegende. Seine Eltern, also er kommt aus einer Brauerfamilie, die hatten die Frauenfelder Brauerei. Und Martin Wartmann ist eben deswegen auch so ein bisschen schuld, dass ich Bier so mag. Weil ich bin ja in den 80er Jahren bin ich dann ins Gymnasium, das heißt, ich kam so ins Alter, wo man Bier trinkt. Und das hat mich dann immer gestört, dass eben die Biervielfalt in der Schweiz damals eigentlich gleich null war. Es gab nur Lagerbier, vielleicht noch ein dunkles, aber sonst nur Lagerbier. Also dunkles und helles Lagerbier. Und er hat Weizenbier gebraut, das hat sich aber damals nicht durchgesetzt. Und ich bin ja am Bodensee aufgewachsen. Und bin natürlich dann immer nach Konstanz rüber, nach Deutschland, und habe dort eben schon ein bisschen entdeckt, dass es nicht nur Lagerbier gibt, sondern immerhin auch noch Pils, helles, Weizen, dunkel, hell, Bockbier, solche Dinge. Also ein bisschen mehr. Deswegen hat es mich eigentlich sehr schnell begeistert, das Bier. Und wieso bin ich jetzt von Martin Wartmann inspiriert? Ja, der hat eben ganz früh dann auch ein spezielles Bier gebraut, das Ittinger Klosterbier, schon damals irgendwie mit Kloster, also ist ein Amberbier. Dann hat er auch so ein Braugaststättenkonzept hat er dann auch entwickelt. Also der hat immer so, war seiner Zeit immer ein bisschen voraus. Und jetzt eben sein letzter Wurf ist diese Pilgrim-Brauerei. Sollen wir mal die erste Schachtel öffnen, ja. Und ja, der, ja, das macht schon Freude. Und ja, der Martin Wartmann hat natürlich dann auch mich bestätigt, damals schon, dass Bier eben mehr ist als nur Lagerbier. Ich habe ja dann selber auch angefangen, Bier zu brauen während dem Gymnasium, Ende der 80er Jahre. Das war extrem schwierig. Es gab keine Online-Shops, wo man mal so 40 Gramm von dem Hopfen oder 20 Gramm von einem anderen Hopfen kaufen konnte. Mir war natürlich wichtig, dass ich eine Steuerung dazu hatte. Und davon gibt es noch ein Video und das ist ziemlich nerdig. Thank you.
ihr jetzt auch ein bisschen, wieso dass ich mich Hopfen-Nerd nenne. Also ziemlich eine nerdige Zeit damals mit selber Bierbrauen. Das Bier war übrigens, ehrlich gesagt, nicht wirklich genießbar. Da haben wir dann halt auch Ittinger getrunken von Martin Wartmann, der heute Pilgrimbiere macht. Und jetzt nehme ich das mal raus hier. Wow. Das ist ja ein cooles Set. Wir haben hier ein Triple Noir. Dann ein Triple Blanche. Das kenne ich, habe ich schon gehabt. Das ist sehr cool. Ihr seht natürlich Pilgrim Klosterbrauerei. Belgisch, belgische Bierstile. Triple Ombre, also ein Amber. So ein bisschen das Ittinger, aber in stark und auf Belgisch. Dann haben wir hier noch das Triple Blonde. Das sind alle sehr starke Biere, also sind alle um 10%. Und jetzt kommt das, was mir der Jonas versprochen hat vor 2 Jahren. Pilgrim 2020. Und das hat jetzt sagenhafte 14,9%. Dann schaue ich jetzt noch in die zweite Packung rein. Ah, ich wollte übrigens dann im Gymnasium, weil ich so Bierfan war und in Konstanz eben, wie gesagt, auch andere Biere als Lager trinken konnte, zum Beispiel ein, da erinnere ich mich noch, es war auch dann ziemlich übel, weil ich habe die Auswirkung noch nicht so gekannt. Paulaner, der Doppelbock, Salvato, da war ich irgendwie 17 oder so. Ganz gern haben wir natürlich getrunken von Ruppaner, die Brauerei in Konstanz. Die gibt es heute noch, da gibt es auch ein Video dazu, da war ich schon. Sehr eine tolle Brauerei mit einem tollen Bierkeller mit offener Biergärung. Jetzt geht's in den Berg rein. Jetzt gehen wir in den Berg. Und diesen Bierkeller, den haben wir neu gebaut, im Februar dieses Jahres in Betrieb genommen. Wir haben uns ganz bewusst wieder für offene Bottiche entschieden, weil wir unser Produkt da sehen können. Mhm. Und entsprechend auch reagieren, wenn die Gärung nicht so läuft, wie wir wollen. Mit einem geschlossenen Tank siehst du halt nicht, was du machst. Und wenn ich mich hier oben hinstelle, dann sehe ich ganz genau, wie mein Bier aussieht. Und sehe, das ist einfach schlauchreif und dann kann das Bier morgen in den Lagerkeller gehen. Temperatursteuerung läuft automatisch. Kannst du dir mal eingeben, den Sollwert, den Istwert. Alle Kollegen, die es bisher gesehen haben, haben gesagt, das ist geil, offene Bottiche zu haben. Ja. Wenn alle voll sind und so da und die Größen toll. So richtig oben, dann sieht es gigantisch aus, da, wie 5 große Schaumbilder. So. Ey, das ist ja wirklich nur noch cool. Sherry Blanche, ein Blanche mit Kirschen. Dann zweimal das Waldbier mit Tannennadeln und Kräutern. Pilgrim Imperial Russian Stout, habe ich auch schon gehabt, sehr cool. Und Imperial Belgian Blonde, auch mit 14%. Krass, das sind krasse Biere. Sehr schön. Einfach reinstellen. Bis an den Anschlag und dann Tür zu. Alles richtig. Und schon geht's los. Bist eingestellt. Soll ich gerade weitermachen? Ja, mach auf. Und dann aber nur vorne nehmen. Nur Fingerspitzen und da hinten hinstellen. Fingerspitzen, so? Ja, genau. So, Fingerspitzen. Trau dich. Ja. Ist gut, ne? Ja, ist perfekt. Und jetzt rüber. Auch wieder nur vorne mit den Fingerspitzen. Genau. Oh, jetzt kommt, gleich sind die Finger weg. Nein, jetzt kommt der Draht. Yes. Ja, wie ging es dann eigentlich weiter? Habe ich gesagt, Gymnasium, Bier trinken in Konstanz. Und dann war mein Ziel, nach Weihenstephan zu gehen und Brauingenieur zu studieren. Das war lustig. Ich habe das dann angegeben als Studienwunsch. Das musste man so vom Abitur einen Studienwunsch angeben. Und dieser Studienwunsch, der wurde dann nach dem Abitur, nach der Matur, wurde der dann, wie es ja bei uns heißt, wurde der dann so vom Rektor in der Feier, wo dann alle Eltern und so saßen, wurde der dann vorgelesen. Also da hieß es dann, Thomas so und so bestanden, er will Jus studieren oder Betriebswirtschaft, so die klassischen Dinge oder Soziologie oder so. Und da kam dann der Rektor vor dieser Feier, also vor den Prüfungen noch,
und hat mich gefragt, Reto, ist das dein Ernst? Also Brauer, Braumeister, oder Brauingenieur habe ich hingeschrieben. Weil der hat gedacht, ich verarsche ihn. Und ich war halt auch ein bisschen bekannt manchmal für einen, weiß auch nicht, speziellen Humor oder so. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, das gibt's wirklich. Und haben das irgendwie, glaube ich, noch... Nee, er hat es mir dann geglaubt. Und dann im Saal, dann bei dieser Feier, hieß es dann, ja, Reto, bestanden, knapp. Nee, das hat er nicht gesagt, bestanden. Und Studienwunsch, Brauingenieur. Oder Brauereiingenieur. Und das weiß ich noch, dass der ganze Saal hat gegrölt, weil viele von denen wussten natürlich, dass ich gern Bier trinke. Und die haben wirklich gedacht, das ist ein Witz. Oder? Aber ich bin dann zu Schützengarten in St. Gallen, ein Praktikum habe ich dort gemacht, weil das ist Bedingung, oder war damals Bedingung, dass man überhaupt anfangen konnte zu studieren. Und ich bin ja dann vor gut zwei Jahren, war ich ja dann wieder bei Schützengarten mal und habe die Brauerei besucht. Ja, und Ziemann Sudhaus, Durchschnitt so 300 Hektoliter Ausschlagwürze, je nach Sud. Oder beziehungsweise je nach Sorte, unterschiedlich halt, aber so im Schnitt. Dann haben wir eben Maisbottich, Läuterbottich, Würzepfanne plus Whirlpool. Oder die allgemeine Herausforderung heute ist die Sortenvielfalt. Mhm. Und das Sudhaus ist dafür eigentlich zu groß. Mhm. Ja. Für vor allen Dingen so die Randsorten. Ja. Aber wir nehmen diese Herausforderung immer wieder gerne an. Und müssen halt eben mit dem Mädchen tanzen, welches auf der Hochzeit ist. Ja, jetzt würde ich sagen, jetzt gibt es da ein Bier. Soll ich jetzt so ein Waldbier? Ich möchte jetzt nicht gerade so ein, ja, das geht, 5,5. Tannennadeln und Kräuter. Die starken Biere da, diese Grand Cru. Ich glaube, das muss ich mal irgendwo dann an einem würdigeren Ort trinken. Irgendwo in einem Kloster oder so. Ich weiß nicht, ob ihr da eine Idee habt. Kloster St. Gallen oder so schwebt mir vor. Also dort in so einer würdigen Umgebung so ein Bier aufmachen, das wäre, glaube ich, das Ziel. Aber das Waldbier, das geht auch hier. Tolle dunkelgelbe Farbe, schon fast mit einem leichten rötlichen Stich. Eine Malznote. Oh ja, sehr kräutrig. Beerig, Brombeer oder so. Blaubeere, wow. Tannennadeln eher so hinten wahrnehmbar. Es hat so einen leicht harzigen Geschmack, der dann aber so übergeht in einen beerigen, süßlichen Geschmack. Ich habe ja selber ein Bier, wo ich Rosmarin rein tue. Das ist sehr gut. Heute brauche ich ein Rosmarinbier. Das ist auch der Grund, wieso dass ich hier draußen im Regen stehe. Denn ich muss Rosmarin abschneiden, weil der Sud ist jetzt dann bald bereit und süffig. Hat auch nur gut 5% Alkohol im Vergleich zu den anderen. Ein alkoholfreies Bier eigentlich. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert meinen Kanal. Es kommen in den nächsten Zeiten ein paar spannende Videos. Heute ist ein ganz besonderer Tag für mich. Ich bin bei einer Brauerei in Appenzell. Die berühmte Brauerei Locher und ich bin bei Martin Ketterer. Das ist auch so eine Brauerei, die ziemlich früh schon innovativ wurde, so in den 90er Jahren kann ich mich erinnern. In Zürich, da gab es so erste Bar mit einem Vollmondbier und so, fast ein bisschen esoterisch. Die machen gutes Marketing und haben heute auch eine ziemlich tolle Bierauswahl und sind groß, eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Das ist eines meiner nächsten Videos und dann noch ganz viele andere Besuche, die ich schon gemacht habe, aber da bin ich noch nicht dazu gekommen, die Videos zu produzieren. Aber das kommt. Also bleibt dran, danke fürs Zuschauen und für die, die selber brauen, gut Sud, allseits gut Sud und Prost!